Und dann würden hier die Crafting Terminals von Fluidcom, Interface Terminal, noch ein normales Crafting Terminal. Und von da aus 4K Item Storage und dann die 16K Item Storage. Und hier unten hätten wir Keeping Stuff in Stock, whatever. Wir könnten nochmal Vibrant Alloy machen, weil wir müssen eh darunter zu den. Nee, müssen wir gar nicht. Double Capacitor. Goldust habe ich, Energy Alloy habe ich, Basic RF Capacitor ist einfach zum Bauen. Da müsste ich aber auch noch welche rumliegen haben, oder? Dachte ich. Irgendwo? Naja, aber wir hätten ihn mal gebaut gehabt. Ich habe den schon mal gebaut. Irgendwo brauche ich den. Da, natürlich. Basic Capacitor Bank, die braucht den. Alles klar. Ach, machen wir doch das noch, komm. Wir bauen Basic RF Kapazitoren. Und die kann ich nur so bauen, oder? Dann könnte ich aber hier zwei machen. Weil ich brauche eh zwei. Genau, ich brauche zwei. Dann mache ich doch das mit so einem Kapazitor. Tin Wires. Und Electrical Steel Nuggets. Drei Stück. Electrical Steel Nuggets. 1, 2, 3. Wo tue ich denn eigentlich jetzt die blöden Subscriber-Dinger dahin? Die tue ich jetzt mal da rein. Klang, 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 klang. Klang. Bis ich mir was Besseres überlegt habe. Hm. So, nochmal. So ein Kapazitor, sowas habe ich doch noch rumliegen irgendwo, dachte ich. Da, sage ich doch. Hätte doch vorher gebaut gehabt. Und dann war das andere Tin Wires. Tin? Tin Wires. Jo. Tin Wires. Tin, 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 Silber, Tin Wires. 1, 2. Cool. Alles da, was wir brauchen. Das ist ja mal richtig nett, oder? Capacitors. Kapa. Dann machen wir den hier. Dann haben wir zwei Stück. Hehe. Und dann sagen wir den Double Layer. Und den Double Layer, da fehlt mir ein Coal Dust. Haben wir aber schon vorbereitet, ne? In weißer Voraussicht habe ich... Ich habe doch Coal Dust gemacht. Mit ihm da rein. Ja. Ist halt da. Passt doch. Wie gesagt, in weißer Voraussicht. Mit viel Glück. Eher haben wir hier einen Coal Dust. Und wir haben das Ding. Tilling. Super. Und wieder eins geclaimed. Und das können wir hier nämlich eine Advanced Capacitor Bank bauen. Oder den Octadic Capacitor. Ja, aber erstmal die hier, die braucht nämlich auch. Power Buffer. Ui, ui, ui. Will ich das machen? Erstmal ganz ehrlich. Nochmal. Was ist das da? Wire Charger. Ja, klar. Wie viel passt da rein? 5 Millionen. Ist ja eine Hausnummer. Das könnte man nämlich eigentlich tatsächlich dann hier als ich brauche die auch. Die muss hier als Zwischenpuffer rein. Dass das nach da oben dann durchgereicht wird. Ich brauche die. Im Endeffekt brauche ich sie. Also zwei Basic Capacitor Banks. Eine habe ich rumstehen. Und eine muss ich noch bauen. Das heißt, ich brauche nochmal 4 so Dinger. Ja, okay. Sei ja nur ein. Wie habe ich dich gebaut? Nein, wie baue ich dich? Ach, du bist es mit der Tinfoil. Till Alloy Foil, da wo ich mich schon vorher mal verhaut gehabt habe. Tin Alloy Foil. Ich habe immer noch eine Double Layer. Till Alloy Foil, genau. Tin Alloy war. Was war Tin Alloy? Ich habe heute erst eins gemacht. Tin Alloy ist ein den Alloy Smelter, ein Tin Dust mit einem Iron
kommen zwei raus. Und ich brauche ein... Ich habe noch... Halt. Moment. Tin Alloy. Da. Mann. Und aus dem mache ich eine Platte. Und aus der Platte mache ich in der Clustermill die lustigen Folien. So, dann haben wir hier vier so lustige Folien, die kommen dann da oben rein. Und dann noch zwei von denen. Und ich habe hier Kohle. Wie cool ist das denn? So, Hammer. Und ich brauche davon zwei Stück, ne? Weil ich habe jetzt die Capacitor-Bank bauen, die große. Capacitor. Die hier. Ich brauche vier von den Dingern. Und genau, zwei davon, das passt. Vielleicht sollte ich das auch da oben drin machen. Hier haben wir noch Tinwire rumliegen. Ich mache mal den Capacitor da oben rein. Haben wir eigentlich alles da, was wir brauchen? Hammer. Und haben wir es nochmal? Nein, haben wir nicht, weil es sind uns die Tin Wires ausgegangen, ne? Ja, sind sie. Tin Wires. Tin. Wires. Genau. Billige Tin Wires. Einmal kurz da rein, den nächsten Knödel rausgeholt. Haben wir vier Stück davon. Wir sperren das mal. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die aussperren soll. Halt, ich brauche den Powerbuffer. Ein Block of Redstone. Vier Iron Blades und vier Red Alloy Blades. Okay, Red Alloy. Haben wir gerade noch da. Iron 4 Stück. Haben wir auch gerade noch so? Nee, stimmt nicht ganz. Haben wir schon ein bisschen was. Dann machen wir das jetzt noch. Und dann hören wir auf. Der Crafting-Wahnsinn hier, ne? Muss ich mir das jetzt... Also ich will jetzt so eine noch bauen, ne? Das war doch... Ich brauche die Powerblock. Genau, Block of Redstone können wir auch gleich machen. Block of Redstone. Das waren 10. Habe ich doch. Ich habe doch 10 gehört. Zups. So, pass auf, dann. Advanced. Nein, die normale. Nein, den da brauche ich. So, mir fehlen noch die vier Iron Blades. Genau, vier Iron Blades. Da sind sie. Zap, 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 zap. Hammer. Dann brauchen wir hier... Haben wir nichts davon da? Gar nichts? Habe ich die da oben... Halt, falsche Richtung, dahin. Kann ich die da oben drin lassen? Habe ich. Super. Nein, ich brauche dich... Dark Steel Blades ist Alloy Smelter. Nein, Schmann. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Dark Steel Ingots. Ich muss Dark Steel Ingots machen. Alloy Smelter. Void Crystal. Obsidian. Und zwar aus Steel und Steel. Warte mal. Steel. Damaskus-Steel. Steel habe ich noch 4 Stück. Das heißt, ich brauche 4 Obsidians. Ja, haben wir auch fast. Perfekt. Und dann haben wir das da rein. Machen 4 Dark-Steel draus. Ne? Kapazitor. Und dann machen wir 4 Dinger draus und dann machen wir 4 Platten draus, genau, und dann haben wir das beieinander. Alles ein bisschen langsam. Ich kann jetzt ja schon mal da drüben reinmachen. Dichter brauche ich in der Mitte und euch brauche ich so im Dings und die 4 Platten dann
Und wir können schon mal zwei Platten anfangen. Und die nächste Platten machen geht zwar schneller, aber trotzdem Zeit sparen. Wie hat der Stefan Raff früher immer gesagt? Wir haben doch keine Zeit. Eben, ich schon, davon abgesehen. Es ist Samstags, Wetter ist schlecht draußen. Es hat angefangen zu regnen. Es ist zwar einigermaßen warm, aber es hat angefangen zu regnen. Also kann ich hier auch im Keller sitzen und fröhlich vor mich hinspielen. So, zweite Capacitor-Bank habe ich auch. Electrical Steel Plates. Deshalb bin ich dir so dankbar, dass du streamst. Aber ist bei dir das Wetter auch schlecht. Electrical Steel Plates, 6 Stück. Nur warm ist es hier in Hamburg nicht. Ja. Naja, ich meine warm, weiß schon warm. Kann man ja so und so definieren. Electrical Steel. Habe ich jetzt echt kein Electrical Steel mehr rumliegen? Komm, das gibt's nicht. Muss ich den auch noch machen. Okay. Electrical Steel mache ich mit Steel Ingot. Oh, wer hätte gedacht, und Silicon Dust. Ugh. Und Steel mache ich jetzt, muss ich nochmal gucken, weil es ist mit der Steel ausgegangen. Raft Iron. Muss es wieder Raft Iron sein. Und Coal Dust. Und Charcoal Dust geht auch. Okay, Charcoal Dust ist gut. 4 Stück, oder? 2, 3, 4. Raft Iron. Haben wir auch noch ein bisschen was da. 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir her und machen hier schon mal Coal Dust raus. Das klumpert kann nach oben. Coal Dust. Charcoal Dust. Sehr schön. Warum geht denn eigentlich der Schmarrn dann rein, der da nicht rein muss? Weil da sowieso nichts kann da drin. Ich verstehe das immer nicht. Du bist Coal Dust. Gut. Macht nichts. Rein damit, rein damit. Sodala. Dann haben wir jetzt dann gleich noch unsere Kapazitorbank. Dann nehmen wir die von hinten mit. Die kleine, machen eine große draus und hängen das Ding. Eigentlich ist wurscht, die können wir dann wieder dahin hängen. Und die verteilt halt dann wieder auch hier nach oben. Brauche kein extra Dingens eigentlich. Das ist ja auch mal eine blöde Idee. Machen wir so. Und da waren es jetzt. Was? Warum mache ich jetzt gerade die Dings? Die Steel Ingots? Weil ich Electrical Steel brauche. Warum mache ich dann nur 4? Weil ich 6 brauche. Coal Dust. Nein, wir nehmen die Charcoal. Alter. Dahin. Charcoal da rein. Warte mal. Jetzt kommt mal hin. Zup. Zup, danke. Und das da rein. Haha. War schnell genug. Charcoal Dust. Du da rein. Und dann haben wir 6 von den Teilen. Weil wir brauchen ja 6 Electrical Steel Dinger, ne? Und Electrical Steel, das war jetzt dann mit Silicon Dust. Da kann ich mal Silicon Dust gleich suchen gehen. Silikon. Silicon Dust. Sehr gut. 6 Stück bitte. 5, 6. Schön, wenn man ein bisschen was im Vorrat hat. Wenn es auch nicht viel ist, aber bisschen was ist es. In den Dezeffer Look. Dann haben wir die große Capacitor Bank, was hier auch cool ist. Was können eigentlich die kleinen Leitungen hier, die ich hier so rumflacken habe? Ich habe hier keinen mehr drinnen. Wie viel packst denn du eigentlich? Ah, das weiß ich jetzt gar nicht. Du bist die Conductive Iron Energy Conduit. Und wenn wir Energetics bauen,
schon langsam das Ganze austauschen. Naja. Achso, eins ist da unten schon drin. Das wollte ich gerade sagen. Wieso hat der jetzt nur 5 gemacht? Will der mich verarschen? Will er nicht. Alles gut, alles gut. So. So. 4, 5, 6. Und dann klauen wir uns die da hinten. Top. Hey! Spinnst du? Kann, oh, Alter, das ist denn rein, das ist runtergefallen. Spinnt denn das Ding? So, da ist sie. Ich hab's plups gehört. Ja, ist da. Passt. Wunderbar. So, das war das jetzt. Du dahin, der in die Mitte und dann Ratz, Fatz und wir haben eine halbgeladene. Ja, ich habe die Adventskapazitor Bank. Klang dahin. So, liegt's mal los da unten, Jungs. Aber die könnte es 5000, ne? Da könnte ich die anderen Leitungen eigentlich schon hinlegen, theoretisch, aber habe ich nicht. Gut, haben wir das auch. Claim. Den Teil hätten wir. Und jetzt müssen wir den Oktadick machen. Und dazu brauchen wir aber das Vibrant Alloy, würde ich mal sagen, für den Oktadick. Genau, da kommen wir noch nicht hin. Und Vibrant Alloy machen wir aus Energetic Alloy und einer Enderperle. Und eine Enderperle machen wir, wie wir ja alle wissen, im Alloy-Smelter mit Pulsating Dust und Diamond. Oder wir haben noch eine rumliegen. Was ich jetzt für ein Gerücht halt. Ich glaube, wir haben keine rumliegen. Schaut schlecht aus, gell? Enderperlen? Nope. Was haben wir da noch für Stäubchen? Salz. Okay. Kann da bleiben. Da haben wir jetzt das Zeug rein. Da ist auch keine Enderperle, da ist natürlich keine und da ist was zum Essen drin und ich habe noch nie gehört, dass man Enderperlen essen kann. Wir machen erstmal eins. Und jetzt habe ich hoffentlich von dem Pulsating-Gedöns noch was übrig. Sollen wir das Pulsating-Gedöns nämlich auch noch basteln? Da, ja, habe ich. Da habe ich noch. Okay, sehr gut. Also das und das da rein. Enderperle. Das ist schon cool, ne? Machst mit einem Diamanten und nimmst eine Enderperle. Jetzt müsste aber nur noch Diamanten irgendwann aus der Luft herstellen können. Das wäre noch nice. Enderperle. Ich wollte ja eigentlich das Vibrant. Vibrant heißt's. Das Vibrant Alloy Ingot machen, ne? Und das Vibrant Alloy war mit dem Energetic und der Dings. Energetic habe ich auch da rein, zufällig. Dann schmeißen wir doch mal hoch die Enderperle da rein und ein Energetic hinterher und da läuft schon. Habe ich da drüben noch was drin? Nein. Warum habe ich denn da Carbon Dust drin? Achso, da habe ich irgendwas gebaut vorher, oder? Wahnsinn. So, guckst du gleich fertig. Naja, gleich. Gleich. Fertig. Vibrant Alloy, Pilling, jawohl, dankeschön. Huch. Dann hätten wir das A. Und dann könnten wir ja eigentlich... The Fat. Den Oktadick machen. Vibrant Alloy Energy Conduits. Das wären natürlich auch schon coole Teilchen, ne? Dazu brauchen wir ein Energetic Alloy Energy Conduit. Da habe ich, glaube ich, die letzten verbaut. Und Vibrant Alloy, ja, wer hätte es gedacht, ne?
Oder im Assembler, aber es hilft nichts. Im Assembler spare ich mir, na, es sind auch 6 Stück. 3, 4, 5, 6. Ach, da kommen 4 rum. Da kommen 4 rum und ich muss da unten nichts drin haben. Cool. Sonst nichts. Ja, Energetic Alloy Energy Conduits. Energetic Alloy Energetic Conduits. Das ist schon mal ein Name, du. Da brichst du dir ja eigentlich schon die Zunge bei, ne? So, Energetic Energy.